Aber das machen wir natürlich jetzt gleich. Wir schauen uns hier natürlich uns erstmal um. Das Schießpulver ist nass und verklumpt. Es ist nicht mehr zu gebrauchen. Dies ist verrostet und voller Abfall. Toll. Die Flasche können wir nicht mitnehmen. Okay, da ist ein Korken. Wir haben ja Gott sei Dank schon mal einen Korkenzieher. Da ist der zweite Schlüssel. Ich brauche etwas Kleines und Präzises, um dies zu entfernen. Okay, vielleicht eine kleine Zange oder sowas ähnliches. Oder eine Pinzette. Ein Wimmelbild. Offenes Vorhängeschoss. Geladenes Gewehr. Fußfessel. Hammer. Zitteraal. Schwert. Laterne. Meißel. Bombe. Stiefel. Anker und ein Horn. Okay. Offenes Vorhängeschoss. Okay, da ist an sich das Vorhängeschoss. Jetzt brauchen wir bestimmt einen Schlüssel. Okay, da hätten wir schon mal die Fußfessel. Die nehme ich schon mal mit. Schlüssel. Nicht geladen. Toll. Da haben wir das Horn. Ah, da haben wir ja den Schlüssel. Perfekt. Geladenes Gewehr. Ja, da ist das Gewehr. Bloß jetzt brauche ich was zum Laden. Ah, mit den Handschuhen können wir den Zitteraal nehmen. Ah, da sind Munitionskugeln. Perfekt. So, ein Hammer. Den ich momentan nicht sehe. Auch gut. Doch, da. Ein Schwert, eine Laterne, eine Laterne, da, ein Meißel, ist das ein Meißel da oben? Nee, schade. Boah, weiß ich jetzt nicht, eine Bombe, oh Gott. Bombe. Ja, keine Ahnung. Stiefel und ein Anker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da haben wir die Bombe. Ein Stiefel und ein Anker. Ich glaube, ist das der Anker? Ne, das ist eine Armbrust. Okay. Ah ne, da oben ist der Anker. Ein Stiefel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo könnte der denn sein? Ach, da unten. So, ich finde nur einen Meißel. Herr, wo ist der denn? Meißel? Ach, da. Okay. Und dann haben wir das auch. Da haben wir auch schon einen Meißel. Schön und gut, aber so richtig weiterbringt uns das ja jetzt erstmal nicht. Naja, okay. Wir können ja den Bronzeschlüssel können wir ja da schon mal hinzufügen. Eine Tentakel hat sich schon bewegt. Dann können wir den zweiten goldenen Seestern schon mal hinzufügen. Tja, das war's auch erstmal. Naja, ich habe ja auch eine Karte. Crew-Quartiere. Da gibt's da noch etwas. Diese Algen sind wunderschön. Sie erleuchten das Innere des Schiffs so wie Lampen. Okay. Oh Gott, da ist unsere Tochter. Mom, you have to help me. The pirate is heading for some forgotten Caribbean island. Beware! Toll. There's something heavy on top of the planks. I can't move them. Okay. Ach, mit dem Meister können wir ja wahrscheinlich den Seestern jetzt befreien. Und mit Hilfe des Hammers. Jawohl. Perfekt.
Alles klar, dann müssen wir da wieder zurück. Aber jetzt können wir erstmal das Rätsel hier machen. Das ist eine Art Schloss. Die Farbe einer Juwelenhälfte entspricht der Farbe des angrenzenden Seesternarms. Was wohl passiert, wenn die Juwelen aus einer Farbe bestehen? Ja. Erstmal ausprobieren. Achso, das war schon. Oh, okay. So schwer war es jetzt nicht. Die Tür ist auf. Kapitänskajüte. Ah ja. Okay, da fehlt uns noch ein Schiff. Globus des Kapitäns. Ich muss das fehlende Schiff finden, das dem offenen Hafen aus dem Globus entspricht. Vielleicht hat Remington diesen Globus verwendet, um seine Angriffe auf Handelsschiffe zu planen und die Handelsrouten festzuhalten. Aber wie genau? Das kann nur der Piratenkapitän beantworten. Da wartet auf uns auf jeden Fall ein Wimmelbild. Ein königlicher Sessel, genau das Richtige für einen Schiffskapitän. Remington muss ein sehr ehrgeiziger Mann gewesen sein. Ja, wird wohl. 17. September 1718. Seit ich meine neuen Kräfte habe, ist alles so einfach geworden. Meine Crew und ich sind gefürchtet und berühmt. Und berühmt. Punkt. Den Punkt da habe ich gerade nicht gesehen. Unser Reichtum wächst und wächst. Das Glück ist uns hold. Ich will, dass es so bleibt, also habe ich die verfluchten Münzen versteckt. Mein Schatz ist sicher. Ja, zwei haben wir aber schon. 18. Juni 1720. Alles hat sich verändert. Seit Mary an Bord gegangen ist. Zunächst fand ich vergnügend. Was steht da dazu? Oder da? Ja, dazu. Sie zu entführen und ihre Eltern zu erpressen. Sowas macht man doch nicht. Nun, da ich sie wieder gesund gepflegt habe, bin ich mir meines Plans nicht mehr sicher. 10. Juli 1720. Die verfluchte Kiste sieht furchtbar aus und der Zwerg mit seinen höllischen Kräften hält mich von meiner Entscheidung ab. Ich will den Pfand unbedingt haben. Mary wird überglücklich sein, wenn meine kriminelle Karriere zu Ende ist. Okay. Das sind ja furchtbare Nachrichten. Der alte Fluch hat mich wieder zum Leben erweckt. Aber was ist das Leben ohne Mary? Was steht da? Ey, die Schriftart, ey, die ist furchtbar. Wert steht da, glaube ich. Ich muss sie zurückbringen. Das junge Weib, das ich gefunden habe, wird mir helfen, meine größte Tat zu vollbringen. Oh mein Gott, die Schrift, ey. Ich habe Segel gesetzt. Bereits ihre Mutter meinen Plan vereiteln konnte. Okay. Seit meinem Untergang scheinen Jahrhunderte vergangen zu sein und jetzt erkenne ich diese seltsame Welt nicht mehr. Nur noch das weite Meer ist mein Zuhause. Vorwärts zur Schädelinsel. Ich hätte diesen Pakt nicht unterschreiben sollen. Du fehlst mir, Mary, aber bald schon werden wir wieder zusammen sein. Da haben wir noch eine Blume. Oh, die Schriftart ist manchmal so. Okay, ein verfluchter Papagei. Ein untoter Papagei. Ich nehme an, dass er seit Jahrhunderten nichts mehr gegessen hat. Okay, er möchte bestimmt einen Keks. Hallo. You're here. Then my captain lives again. I hope Remington told you about the doubloons. You need all 12 to open the chest and retrieve its contents. I'll be watching you.
Ich fühle mich dadurch beobachtet. Das musst du nicht machen, mich beobachten. 12 Dublonen. Ich muss 12 goldene Dublonen finden, um an den Inhalt der Piratentruhe heranzukommen. Der seltsame Zwerg, der die Truhe in der Kapitänskajüte bewacht, scheint ein Zeitzeuge von Remingtons Untergang zu sein. Und er ist gewillt, seine Geschichte Dublone für Dublone mit mir zu teilen. Alles klar. Ja, wir haben ja schon 3, ne? Ja, dann hören wir 3 kleine Geschichten schon mal. Do you have a coin for me? Natürlich, 3 habe ich sogar für dich. The people of the Caribbean first heard about Captain Remington and his black galleon when he sank 2 passenger ships near Isle Simona. Those who survived were taken aboard and later sold as slaves. Tales of Remington's cruel and ruthless manner spread. Those first attacks were only a taste of the coming atrocities. Soon, Captain Remington boarded and sank commercial ships. His black galleon would appear out of nowhere and strike without warning. Those who weren't shot or stabbed were forced to walk the plank to the pirates' amusement. People were frightened and began to suspect Remington must have made a bargain to come by such unearthly skills. His crew was said to consist of sea monsters, convicts, and cannibals. His ship was thought to be invincible and capable of casting storms, fog, and eerie